Liebe Zuschauer, ich lade Sie ein, gemeinsam mit mir wieder die Spur der Täter zu verfolgen. Heute geht es um einen Fall, der vor 3 Jahren hier in Leipzig spielte und einmalig ist in der sächsischen Kriminalgeschichte. Ein Abend, Anfang Oktober 2011. In einem Leipziger Badezimmer sticht ein junger Mann mit voller Wucht auf einen anderen ein. Mehr als 20 Mal. Danach zerstückelt der Täter die Leiche und wirft die einzelnen Teile ins Elsterbecken. Eine Tat im Affekt, aus Rache oder Mordlust? Rückblende. Leipzig, Ende der 1980er Jahre. Hier erblickt Jonathan das Licht der Welt, als Kind einer Leipzigerin und eines vietnamesischen Gastarbeiters. Die Mutter schickt den Jungen später auf eine christliche Internatsschule bei Zeitz. Hier macht er sein Abitur. Seine Mitschülerin Katharina Schmelzer erinnert sich. Also er war erstmal sehr ruhig und eher zurückhaltend, hat wenig gesprochen. Aber er war gleichzeitig auch sehr wissbegierig. Also wenn ich ihn außerhalb von Kursen gesehen habe, dann meistens in der Bibliothek. Manchmal hat er was gelesen, manchmal saß er auch vorm Rechner. Jonathan gilt als hochbegabt, aber auch als chaotisch. Er programmiert Computer, kann sich aber für keine Studienrichtung entscheiden. Er freundet sich mit Mitgliedern der Leipziger Manga- und Cosplay-Szene an, jungen Leuten, die sich in ihrer Freizeit als Figuren aus japanischen Comics verkleiden, wie hier während der Leipziger Buchmesse. Dustin K. hat Jonathan damals kennengelernt. Also Jonathan war in seiner eigenen Welt, hat er immer gelebt und wenn es um diverse Themen ging, wie Programmiersprache oder halt Videospiele, dann war er halt immer sehr begeistert von, hat immer viel geredet, war halt immer lustig drauf und hat immer Späße mitgemacht. Also war auch nie schlecht, habe ihn auch nie schlecht gelaunt erlebt. Also. Ortswechsel, wieder Ende der 80er Jahre, eine kleine Stadt in Thüringen. Hier wird Benjamin geboren. Er ist ein Einzelkind. Benjamin ist schmächtig und blass, er stottert. In der Schule hat er kaum Kontakt zu seinen Mitschülern. Schon als Kind träumt er sich in Science-Fiction-Welten, in denen er der Held ist. Eine Bäckerlehre in der Heimat bricht er ab. 2010 geht er nach Leipzig. Er zieht in eine WG und beginnt eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Auf einer Party in Leipzig begegnen sich Benjamin und Jonathan zum ersten Mal. Sie freunden sich an. Gemeinsam sitzen sie am Computer, kochen zusammen und verbringen viel Zeit miteinander. Niemand ahnt die Katastrophe, auf die diese Beziehung hinsteuert. Das Leipziger Elster-Flutbecken. Künstlich angelegt in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das Gebiet rings um das Wasserbecken ist heute beliebt bei Spaziergängern und Freizeitsportlern zu jeder Jahreszeit. Anfang November 2011 macht ein Leipziger in Ufernähe einen grausigen Fund. Also es war am 6.11., es war ein Sonntag, in den Nachmittagsstunden fanden Spaziergänger an der Elster hinter dem Palmgartenwehr und zwischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee im Uferbereich menschliche Knochen. Sie waren also der Überzeugung, das sind menschliche Knochen und haben die Polizei informiert. Noch am Sonntagnachmittag wird die Taucherstaffel der Leipziger Bereitschaftspolizei zum Einsatz gerufen und beginnt mit der Absuche des Elsterflutbeckens. Gemeinsam mit dem Chef der Tauchergruppe, Hauptkommissar Dieter Trischler, schaue ich mir das Elsterflutbecken genauer an. Wenn ich hier so ins Wasser gucke, sieht man, es ist relativ trübe. Was sagt der Fachmann, wie sind hier im Elsterbecken die Sichtverhältnisse? Also die Sicht unter Wasser beträgt ca. 10 cm. Das heißt also, der Taucher sieht fast nichts. Das heißt für den Taucher, dass er praktisch seine 10 Finger einsetzt, die praktisch seine Augen sind. Und am Ende unter Wasser alles abtastet. Wenig später wird an diesem Sonntag von den Tauchern ein zweiter Arm in Ufernähe entdeckt. Fund. Dieser Fundort wird seinen Ursprung belassen. Es wird nichts verändert. Innerhalb von kürzester Zeit kommt dann vor Ort die Tatortgruppe und fertigt Bilder, vermisst den Fundort. Und anschließend wird diese Bergung durchgeführt.
Bei der Untersuchung der Arme fällt Rechtsmediziner Dr. Carsten Hädrich ein besonderes Detail auf. Die Fingerendglieder waren allesamt abgetrennt. Das war auch kriminalistisch sehr interessant, weil es ließ Rückschlüsse auf den Täter, seine Motivation, seine Kenntnisse zu. Denn die einzig vernünftige Erklärung war, dass die Finger abgetrennt wurden, um die Identifikation anhand von Fingerabdrücken unmöglich zu machen. Wer ist der Tote und wo befinden sich die anderen Körperteile? Eine der größten und intensivsten Suchaktionen in der Leipziger Kriminalgeschichte beginnt. Das Elsterflutbecken wird weiträumig abgesperrt. Der Flusslauf und die angrenzenden Parkflächen werden akribisch abgesucht. Jeder gefundene Gegenstand könnte mit dem Fall zu tun haben. Und die Taucher werden noch einmal fündig. Unmittelbar gegen Mittag wurde an der Zeppelinbrücke ein Torso gefunden, der im Schlamm fast versteckt war. Auf der gegenüberliegenden Seite der Zeppelinbrücke entdecken die Taucher danach noch Teile eines Gesäßes. Die Fundorte konzentrieren sich zwischen Zeppelinbrücke und Palmengartenwehr. Die Leipziger Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen. Auch in diesem Fall wurde die Staatsanwaltschaft unverzüglich informiert. Und die Staatsanwaltschaft hat dann bereits am nächsten Tag, also am 7. November 2011, die ersten Maßnahmen in die Wege geleitet. Es wurde also die Obduktion der aufgefundenen Leichenreste angeordnet. Im Rechtsmedizinischen Institut der Leipziger Universität werden die Leichenteile untersucht. Auch für Dr. Carsten Hädrich eine besondere Erfahrung. Es war in meiner 12-jährigen Karriere in der Rechtsmedizin der erste Fall, den ich zu untersuchen hatte, dass ein Leichnam in dieser Art und Weise zerstückelt wurde. Deswegen mischte sich in die ganze Untersuchung auch eine gewisse Neugier, was denn mit diesem Fall wird, wie der sich weiterentwickelt. Der Rechtsmediziner kann wichtige Ansätze für die Ermittlungen liefern. Die Obduktion ergab, dass es sich um Teile einer männlichen Leiche handelt. Der sehr schlanke Körperbau und der Nachweis von mehreren sehr dunklen, längeren Haaren legte schon bei der Sektion den Verdacht nahe, es könnte sich um einen asiatischen Menschen handeln. Die Todesursache konnten wir eingrenzen anhand der festgestellten Verletzungen. Es waren insgesamt 22 Stichverletzungen am Rumpf, sodass unsere Vermutung war, dass ein Verbluten nach innen durch die Messerstiche zum Tod geführt hat. Die DNA-Analyse bestätigt nicht nur, dass alle Teile zu ein und derselben Person gehören, sondern auch die vermutete asiatische Abstammung. Als Besonderheit konnten wir durch die Untersuchung der sogenannten Y-Chromosomen, also den nur vom Vater vererbten Chromosomen, feststellen, dass der Vater asiatischer Herkunft gewesen sein muss, einfach weil ein bestimmtes DNA-Muster, was wir gefunden haben, in Europa extrem selten ist, in Asien aber sehr häufig. Alle verfügbaren DNA-Datenbanken werden in den nächsten Tagen bundesweit abgeglichen. Doch es gibt keinen Treffer. Dem Rechtsmediziner fällt aber noch etwas auf. Die Art der Zerteilung war auffällig. Es entsprach den anatomischen vorgegebenen Stellen, wo eine Leiche am leichtesten zu zerteilen ist. Der Verdacht lag nahe, dass der Täter anatomische Grundkenntnisse besitzt. Eine weitere Woche vergeht, ohne dass es den viel zitierten Durchbruch bei den Ermittlungen gab. Und die laufen weiterhin auf Hochtouren. Leichensuchhunde hatten bei einer erneuten Absuche des Elsterbeckens dort drüben am Palmengartenwehr auffällig reagiert. Die Ermittler hoffen, endlich den entscheidenden Hinweis zu finden, um den Toten zu identifizieren. Wieder sind die Taucher im Einsatz. Ein paar Tage später wurde noch einmal eine groß angelegte Suche durchgeführt, wo praktisch dieses Palmengartenwehr, was wir vor uns sehen, jeweils rechts geschlossen wurde, links geschlossen wurde, um letztendlich was zu finden. Das Palmengartenwehr wird zunächst geschlossen, um durch den abgesenkten Wasserspiegel die Absuche zu erleichtern.
Danach wird das Wehr wieder geöffnet. Die Ermittler hoffen, dass die Wasserstrudel eventuell weitere Leichenteile an die Wasseroberfläche spülen. Doch auch diese Hoffnung erfüllt sich nicht. Außer den Uferbereichen werden jetzt auch die Parkflächen und alle Müllbehälter in den angrenzenden Wohngebieten durchsucht. Man hat die Container dort alle auf einem Platz fahren lassen und hat dort im Kleinen jeden Müll sich begutachtet, weil wir hatten ja auch das Verpackungsmaterial oder das Verbringungsmaterial zu den Leichenteilen nicht gefunden. Und aus diesem Grunde wurde gesucht nach Säcken, Behältnissen, Decken und Ähnliches, wo Teile eingepackt sein konnten oder anderen Behältnissen, ob das jetzt Rucksäcke waren, die eventuell mit entsorgt wurden und Ähnlichen. Es werden keine Leichenteile oder andere Hinweise gefunden. Immer noch steht die Leipziger Mordkommission Elster vor der Frage, wer ist der Tote? In dieser Situation entscheiden sich die Ermittler für ein ungewöhnliches Experiment hier am Elsterbecken. Sie geben Schweinefleischstücke ins Wasser. Mit diesem Experiment haben wir versucht, die Strömungsgeschwindigkeit, das Strömungsverhalten festzustellen und auch die möglichen Veränderungen durch Madenfraß und Tierfraß, um auf die Liegezeit im Wasser oder an Land zu schließen. Die Ermittler hoffen, auf diese Weise vor allem herauszubekommen, wo die Leichenteile ins Wasser geworfen worden sein könnten. Sind die Leichenteile an den Fundorten abgelegt worden? Oder können sie durch Strömungsgeschwindigkeit und durch das Hineinwerfen an einer anderen Stelle vor dem Palmgartenwehr in südlicher Richtung ins Wasser gelangt sein? Dann wäre der Tatort, der mögliche Tatortbereich oder der Ablageort riesengroß geworden, weil sich natürlich die Gewässer nach südlicher Richtung dort enorm ausdehnen. Das Experiment lässt zumindest den Schluss zu, dass die Teile nicht weit weg von ihren Fundorten ins Wasser verbracht wurden. Doch noch immer ist der Tote nicht identifiziert. Das größte Problem war eigentlich natürlich, dass wir den Kopf nicht gefunden haben. Und auch dieses Untersuchungsexperiment mit den Schweineteilen erbrachte ja, dass wir nicht alle Schweineteile wieder gefunden haben. Das heißt also, dass es durchaus möglich sein kann, dass der Kopf irgendwo im tiefen Schlamme steckt und dass wir ihn halt nicht finden konnten. Mitte November 2011 stecken die Ermittlungen fest. Deshalb gehen die Kriminalisten in die Öffentlichkeit mit den wenigen Anhaltspunkten, die es zu diesem Zeitpunkt gibt. Es wird eine Belohnung für Hinweise ausgelobt. Die umfangreichen Ermittlungen haben natürlich auch in der Öffentlichkeit zu vielen Gesprächen geführt. Und wir waren eigentlich sicher, dass unsere gesuchte Person hier aus dem wenigstens Großraum Leipzig stammen könnte. In dieser Hinsicht wurden ja alle Vermisstenanzeigen bundesweit überprüft, um mit dieser fragmentarischen Personenbeschreibung eine Näherung zu erzielen. 3 Wochen nach dem Fund der Leichenteile erscheint eine junge Frau bei der Polizei in Leipzig und meldet einen Freund als vermisst. Er gehört wie sie zur Leipziger Manga- und Cosplay-Szene, in der man sich kennt und regelmäßig trifft. Bei einem dieser Treffen entstehen diese Videoaufnahmen des jungen Mannes. Doch seit Anfang Oktober sei der Freund verschwunden und hätte sich seitdem auch nicht mehr gemeldet. Zum ersten Mal fällt der Name Jonathan H. Und noch ein Detail passt, Jonathan H. hat einen vietnamesischen Vater. Mit diesem Hinweis sind wir natürlich dann auch an die Wohnung gelangt des vermeintlichen Opfers und haben dann dort durch die Überprüfung in der Wohnung DNA-Spuren nehmen können, die zweifelsfrei vom späteren Opfer stammten und haben sie so einer Untersuchung zuführen können. Danach steht zweifelsfrei fest, der Tote ist Jonathan H. Fast 4 Wochen sind vergangen seit dem grausigen Fund hier am Leipziger Elsterbecken. Jetzt endlich hat das Opfer einen Namen, ein Gesicht und eine Lebensgeschichte. Irgendwo in dieser Geschichte muss der Schlüssel zum grausamen Tod des jungen Mannes verborgen sein. Für einige Boulevardblätter sind die Verbindungen des Opfers in die Leipziger Manga-Szene Schlagzeilenfutter. Jonathans Homosexualität und ein Foto von ihm in einem Kleid werden benutzt, um die Szene in ein zwielichtiges Licht zu rücken.
In einem offenen Brief wehren sich die jungen Leute und trauern um ihren toten Freund. Warum wird ein aufrichtiger und lieber Mensch wie er wegen eines Partygags verurteilt und in den Schmutz gezogen? Reicht es nicht, dass er ermordet und zerstückelt wurde? Reicht es nicht, dass im Kreis seiner Freunde eine große Lücke klafft, die niemals wieder gefüllt werden kann? Aus Jonathans Freundeskreis kommen wichtige Hinweise für die Ermittlungen. Als die Kriminalisten die Wohnung des Opfers untersuchen, finden sie auch einen mit Computer geschriebenen Brief. Dieser Brief, der dort gefunden wurde, deutete darauf hin, vornehmlich, dass derjenige, der ihn geschrieben hat, sich verabschieden wollte auf unbestimmte Zeit und zu einem Freund gehen wollte. Es ist dann später nachgewiesen worden, dass der Brief fingiert war und letztlich dazu dienen sollte, dass beim Öffnen der Wohnung und bei einer eventuellen Suche nach dem Vermissten ein falscher Pfad gelegt wird, eine falsche Spur, die sozusagen den Untersucher, die Polizei, die Angehörigen auf diese Linie bringen sollten. Ich bin ja freiwillig weg, ihr braucht mich nicht zu suchen. Auf dem Brief finden Kriminaltechniker Spuren, die zunächst nicht zugeordnet werden können. Wer hat diesen Brief geschrieben? Das Opfer selbst, womöglich unter Androhung von Gewalt, oder der Täter? Hatte er Zugang zur Wohnung? Die Ermittler beginnen, sich zunächst ein Bild vom Opfer und seinem Leben zu machen. Wir haben einen hochintelligenten jungen Mann mit einem IQ von 126, der hat irgendwann mal einen Test gemacht, festgestellt. Wir haben auf der anderen Seite eine gewisse Lebensuntüchtigkeit hier auch feststellen können, die auch von seinem Freundeskreis hier beschrieben wurde. Wir haben ein breit gefächertes Interessengebiet im IT-Bereich, Computertechnik festgestellt. Und er hat an den Arbeitsstellen, wo er tätig war, außerordentlich gute Beurteilungen bekommen. Also man hat ihn als liebenswerten, freundlichen, immer hilfsbereiten jungen Mann beschrieben. Also das ist ein Persönlichkeitsbild, was uns schon sehr bewegt hat. Anfang Januar 2012 wird etwa 600 Meter vom Ufer des Elsterbeckens entfernt wieder ein Knochen entdeckt. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergibt, es ist ein Oberschenkelknochen von Jonathan H. Es bleibt der letzte sterbliche Überrest von Jonathan, der gefunden wird. Wieder gehen die Kriminalisten an die Öffentlichkeit, um herauszufinden, wie und vor allem mit wem Jonathan H. seine letzten Lebenstage verbracht hat. Auch in der MDR-Sendung Kripo Live werden die Zuschauer um Hinweise gebeten. Aufzuklären. Aufgefunden wurden die Leichenteile am 6. November, meine Damen und Herren. Also es geht um die Tage und vielleicht auch Wochen zuvor. Hinweise nimmt die Kripo Leipzig entgegen. In vielen Zeugenvernehmungen wird immer wieder ein Name genannt, Benjamin H. Jonathan und Benjamin hatten ein freundschaftliches Verhältnis. Sie haben sich also zusammen getroffen, auch in der Wohnung von Jonathan. Sie haben zusammen gekocht und haben zusammen am Computer gespielt oder gearbeitet. Es war ein intensives freundschaftliches Verhältnis. Benjamin H. wird deshalb als Zeuge vorgeladen. Benjamin H. ist dieser Vernehmungsaufforderung aber nicht gefolgt. Er hat eine E-Mail an die Polizei geschickt, kurz die Gründe ausgeführt, wieso und warum er nicht kommen kann. Und dann hat dann allgemein dargelegt, welchen Kontakt er, beziehungsweise in welcher Art und Weise er mit dem Getöteten bisher in der Vergangenheit zu tun gehabt hat. Bei weiteren Zeugenvernehmungen im Freundeskreis wird immer deutlicher, dass Benjamin H. einen engeren Kontakt zu Jonathan hatte, als er selbst zugab. Als die Ermittler erneut versuchen, Kontakt aufzunehmen, ist Benjamin H. bereits abgetaucht. Ab dem Moment, wo er gewahr wurde, dass hier möglicherweise das Verbrechen doch aufgeklärt würde, hat er sich aus der Stadt abgesetzt. Er war nirgendwo mehr aufzufinden. Auch bei seinen Eltern in Thüringen hatte sich Benjamin H. nicht mehr gemeldet. Für die Kriminalisten ist das ein Alarmsignal. Weil er dort den Kontakt zu allen abgebrochen hat, sahen wir uns dann veranlasst, auch mit der Familie zu reden und eine Vermisstenanzeige erstellen zu lassen von den Angehörigen, da unter Umständen auch ein Suizid von Benjamin angenommen werden konnte im Zusammenhang mit unserem Delikt.
Daraufhin schauen sich die Kriminalisten in der Wohnung von Benjamin H. im Leipziger Westen um. Der Suizidverdacht bestätigt sich nicht, aber die Ermittler können DNA-Material sicherstellen. Die Untersuchung ergibt, die Spuren auf dem Abschiedsbrief aus der Wohnung des Opfers stammen von Benjamin H. Ab jetzt ist er dringend tatverdächtig und wird per Haftbefehl gesucht. Anfang März 2012 löst die Polizei noch einmal eine große Öffentlichkeitsfahndung aus, diesmal nach Benjamin H. Eine Spur führt nach Kassel, in die Wohnung eines Bekannten von Benjamin H. Nun, wir haben eine Telefonüberwachung gemacht von dieser Wohnung und die Stimme, die da im Hintergrund kurze Zeit zu hören war, hatte einen Sprachfehler. Und die wurde Personen dann vorgelegt, die ihn kannten. Und von denen kam dann die Aussage, das ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit. Am nächsten Tag ist die Mordkommission mit Unterstützung des SEK in Kassel dort eingerückt und hat ihn dort in der Wohnung festgenommen. Benjamin H. leistet bei seiner Festnahme am 11. April 2012 keinen Widerstand. Die Ermittler stellen dabei auch ein Diktiergerät sicher, auf dem er Gewaltfantasien festgehalten hat. Rechtsmediziner Dr. Hedrich begegnet Benjamin H. vor dem Prozess. Ich habe ihn in der Justizvollzugsanstalt in Leipzig besucht, im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersucht. Es ging um die Feststellung von Verletzungsspuren, die möglicherweise noch im Tatzusammenhang stehen. Mein erster Eindruck war ein unauffälliger, junger Mann, dem man sowas nie zutrauen würde. Bei der Untersuchung des Verdächtigen fallen merkwürdige Verletzungen auf. Er hatte keine Verletzungen, die mit dem Tathergang im Zusammenhang stehen, aber er hatte Schürfungen an den Beinen, wo ich gefragt habe, wo die denn herkommen. Und er meinte, die kommen vom Laufen durch den Wald. Da konnte ich damals nicht viel damit anfangen. Im Nachgang in der Verhandlung klärte sich das dann auf, dass der Täter nach seiner Flucht aus Leipzig wohl einige Zeit im Wald gelebt hat, um sich dort zu verstecken. Bei der intensiven kriminaltechnischen Untersuchung der Wohnung von Benjamin H. finden sich schließlich Blutspuren, die vom Opfer stammen. Die Staatsanwaltschaft hat dann zusammen mit der Kriminalpolizei sehr zügig ermittelt und hat dann schon 3 Monate später die Anklage erhoben wegen des Tatvorwurfs der Vergewaltigung, der schweren Körperverletzung sowie des Mordes und der Störung der Totenruhe. Am 8. Oktober 2012, fast genau ein Jahr nach der Tat, beginnt der Prozess vor dem Leipziger Landgericht. Benjamin H. schweigt zunächst zu allen Vorwürfen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird im Gerichtssaal ein 4-stündiges Videogeständnis eingespielt, in dem sich Benjamin H. gegenüber seinen Anwälten geäußert hat. In diesem Video hat der Angeklagte zusammenfassend die Tat eingeräumt und hat auch entsprechende Nachfragen der unmittelbaren Verfahrensbeteiligten dazu beantwortet. Damit wird endlich die Frage beantwortet, was an jenem 6. Oktober 2011 geschah. Benjamin H. lud seinen Freund in seine Wohnung ein, angeblich um seinen Geburtstag zu feiern. Aber er hatte geplant, seine Mordfantasien auszuleben. Nachdem er Jonathan H. bewusstlos geschlagen hatte, zerrte er ihn in die Badewanne und stach mit einem Messer auf ihn ein. Er schaute zu, wie sein Freund verblutete. Dann zerteilte er den Leichnam mit einem Dolch und einem Sägemesser. Dabei kam ihm seine Kenntnisse aus der physiotherapeutischen Ausbildung zugute. Er verstaute die Teile zunächst im Kühlschrank und ging zu einer Geburtstagsfeier. In den Tagen danach warf er die Teile dann ins Elsterbecken. Er wollte einen Menschen sterben sehen. So wird es Oberstaatsanwältin Claudia Laube schließlich in der Anklage formulieren. Und es sollte genau an seinem Geburtstag passieren, sozusagen als Geschenk an sich selbst. Weil Benjamin H. kein anderes in seinen Augen geeignetes Opfer fand, musste sein argloser Freund Jonathan sterben, auf unvorstellbar grausame Weise. Die Staatsanwaltschaft fordert im Prozess eine lebenslange Haftstrafe. Im Ergebnis
Der Untersuchung des forensisch-psychiatrischen Sachverständigen ist dieser zu der Auffassung gekommen, dass bei dem Angeklagten eine schwere schizoide Persönlichkeitsstörung vorlag, wodurch also die Hemmschwelle, möglichen Tötungsfantasien zu widerstehen, einfach stark herabgesetzt war. Im Leipziger Universitätsklinikum therapiert Professor Peter Schönknecht auch Patienten mit schizoiden Persönlichkeitsstörungen. Bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung haben Sie sehr zurückgezogene, gefühlsarme Menschen. Diese Gefühlsarmut macht es ihnen schwer, auch ihr eigenes Wesen zu erkennen und auch Bedürfnisse, die sie trotzdem haben, umzusetzen. Und wenn man wiederum die Lehrmeinung verfolgt zu schizoiden Persönlichkeitsstörungen und der Möglichkeit von Gewalt oder Sexualstraftaten, dann lässt sich hier eben erkennen, dass der Täter diese Gewaltfantasien konditionierte, aufrechterhielt und fortentwickelte. Und das trifft sich sehr gut mit den Annahmen zum Tathergang, die ja eine äußerst genau geplante Tathandlung erkennen lassen, womit wiederum auch schon eine Vorwegnahme der Tat selbst in der Fantasie belegt sein kann. Das Gericht folgt dem psychiatrischen Gutachten und erkennt auf verminderte Schuldfähigkeit. Benjamin H. wird zu 14 Jahren Haft und zur dauerhaften Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik verurteilt. Das Gericht sah hier die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt. Nach den Ausführungen des Sachverständigen kann danach nicht ausgeschlossen werden, dass von dem Angeklagten weiterhin eine Gefahr ausgeht, wiederum und wiederholt derartige schwere Straftaten zu begehen. Benjamin H. nimmt das Urteil äußerlich unbewegt entgegen. Die Staatsanwaltschaft geht zunächst in Revision, zieht diese aber wieder zurück. Nachdem wir aber dann die mündliche Urteilsbegründung haben Revue passieren lassen, haben wir uns doch dafür entschieden, hier die Revision nicht weiter zu verfolgen, da sie uns doch im Ergebnis als wenig erfolgversprechend erschien. 14 Monate nach der Tat findet einer der spektakulärsten Fälle der jüngeren sächsischen Kriminalgeschichte damit sein Ende. Also ich würde schon, das betrifft nicht nur mich selbst, sondern das betrifft auch die mitarbeitenden Kollegen als sehr herausragendes Ereignis bezeichnen, wo vielleicht bei vielen Kollegen in der gesamten polizeilichen Praxis nichts Vergleichbares da gewesen ist. Das hat ja bei der Absuche begonnen und die unterschiedlichen Qualitäten im Wasser, im Schlamm, im offenen Gelände, unter diesem Druck in der Öffentlichkeit so ein Ergebnis zustande zu bringen, das ist großartig. Ungewöhnlich ist natürlich auch, dass, wie das Landgericht ja letztlich festgestellt hat, bei einem Täter mehrere Mordmerkmale, wie hier im vorliegenden Fall, gegeben sind. Unter anderem auch das Mordmerkmal der Mordlust. Also dass das Landgericht tatsächlich am Ende die Feststellung getroffen hat, dass hier jemand einen anderen Menschen getötet hat, um zu sehen, wie ein anderer Mensch stirbt. Das ist letztlich auch ein Sachverhalt, den wir hier bei der Staatsanwaltschaft in unseren gesamten Tötungsverbrechen doch eher selten haben. Seinem Opfer verweigert Benjamin H. noch immer ein würdiges Begräbnis, denn er hat bis heute nicht preisgegeben, wohin er den Kopf des Freundes verbracht hat. Das war die Spur der Täter für diesmal. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch mit neuen spannenden Fällen.